Herzlich willkommen zum Teil 9, neue Wege gehen mit Mandy. Heute haben wir uns mal ein bisschen was Praktisches überlegt. Wir werden nämlich mal ein, zwei kleine Sachen kochen, um euch zu zeigen, was ist so wichtig nach der OP, also worauf muss man bei seiner Ernährung achten. Und für viele wahrscheinlich ganz spannend ist zu wissen, wie groß denn die Portion ist, was so Mandy essen kann. Und das gucken wir uns heute mal an. Also, was wir heute zubereiten, sind kleine Käse-Muffins mit Gemüse drin. Viel Eiweiß drin, viel Vitamine, alles gut für die OP hinterher, fürs Essen. Und wir machen noch eine kleine süße Frühstücksvariante. Da sind vor allen Dingen auch viel Eiweiß drin und ein bisschen Haferflocken. Das sind Ballaststoffe für unseren Darm, die auch ganz wichtig sind. Genau, jetzt legen wir mal los. Also als erstes für die herzhafte Variante werden wir erst ein bisschen Gemüse putzen, schneiden. Also Lauch, feine Ringe, die Paprika, kleine Würfel. Das machen wir als erstes. Das sieht sehr gut aus, Mandy, was du da machst. Ja, so schwer ist es ja nicht, ne? Okay, das nächste kann man dann ein bisschen noch Proteine mit dazu nehmen. Also hier ist jetzt Geflügelwurst, würde aber auch Schinkenwürfel oder Lachs oder Garnelen, worauf man Bock hat. Kann auch nochmal so ein kleiner Würfel. Das Schöne ist einfach auch an diesen Eiermuffins, die sind super schnell gemacht. Mhm. Als nächstes, Eiermuffins, brauchen wir natürlich Eier. Zwei Stück, so ungefähr für die Masse, 2 bis 3. Und noch eine gute Portion grüner Käse. Ich mache mal die Eier dazu. Ja, mach du mal die Eier. Mach auch mal ruhig. So, mehr mache ich da immer nicht rein. Willst du noch mehr? Na, wir gucken mal von der Konsistenz her. Hast du noch irgendwas rein? Nö. Und sieht es bei dir so ähnlich aus? Ja, tatsächlich schon, aber ich nehme oft Lebensmittel, die im Kühlschrank übrig sind. Also wenn man zum Beispiel ein bisschen Zucchini übrig hat, Tomate oder ähnliches. Ich glaube, du hattest mir mal erzählt von Lachsspinat. Die kann man ja verschiedenartig variieren und kombinieren, ne? Weil sonst wird es auf Dauer auch langweilig, wenn man als Meal Prep unterwegs hat. Wird es ja dann ein bisschen öde. Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, diese Muffins zu variieren. Das kommt jetzt in die Förmchen und dann für 10 Minuten, Viertelstunde, ja. So 180 Grad im Backofen. Genau. Und wenn ihr, wie ich, vielleicht später ein paar Probleme mit Fetten habt, ich nehme zum Beispiel Silikonform, weil ich so viel Fett im Magen nicht so gut vertrage tatsächlich. Also die Muffins finde ich immer ganz super für unterwegs, auch gerade für Adipositas-Patienten, ja, die operiert wurden, weil die einfach nur kleine Portionen essen können und man muss einfach mehrmals am Tag essen. Genau, und am Anfang ist es halt auch schwer einzuschätzen, wann man Hunger bekommt. Man muss ja den Körper erstmal kennenlernen, den Magen neu kennenlernen und manchmal überkommt einen dieses Hungergefühl dann auch. Das ist jetzt auf einmal da und wenn man da nicht sofort was isst, bei mir ist es dann zum Beispiel so, dass ich das Gefühl habe, er fängt an zu brennen zum Beispiel, dass er wirklich sagt, so, ich habe jetzt wirklich Hunger, das wäre schon schön, wenn du jetzt mal was essen würdest. Und ich habe halt so ganz kleine Tupperbüchsen zu Hause, wo ich mir immer einen mit reinmache oder zwei. Es sei denn, ich müsste länger aushalten, dann mache ich zum Beispiel Magerquark mit rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel lange Strecken wandern gehe, dann mache ich Magerquark-Muffins, weil die länger satt machen und nicht so schwer im Magen liegen. Solange die Muffins im Ofen sind, machen wir jetzt das süße Frühstück. Und zwar sind das gebackene Oats mit Beeren, also gebackene Flocken mit Beeren und ein bisschen was Süßes noch oben drauf. Als erstes werden wir dafür Bananen nehmen. Die dürfen auch ein bisschen braun schon sein, weil die dann einfach ein bisschen süßer sind. Als nächstes kommen dann noch 2 Eier dazu. Als Faustformel eine Banane, ein Ei. So, Mandy kann schon mal ein bisschen verrühren hier. Dazu kommt jetzt noch ein Löffel Haferflocken und ein bisschen Vollkornmehl. Das Schöne dabei ist jetzt, dass wir hier jetzt mit den Haferflocken zusammen eben die Kombi aus pflanzlichen und tierischem Eiweiß haben, was super gut ist, um einfach den Eiweißbedarf am Tag zu decken. Reicht. Darfst einmal umrühren. So, wenn man mag, kann man jetzt noch ein paar Gewürze reinmachen, also sowas wie Zimt oder Vanille. Das passt eigentlich immer super gut, je nachdem, was man mag. Bei der Frühstücksvariante, die wir jetzt haben, kann man eben an Obst nochmal oben das drauf machen, worauf man Lust hat. Also Beeren, aber auch Apfel, Birne geht super gut. Kiwi. Eine Kiwi, das funktioniert sehr schön.
zum Schluss darf natürlich ein bisschen Topping bei so einem Frühstück nicht fehlen. Einfach damit kriegen wir noch mal ein bisschen, Geschmack. Ich mache jetzt noch ein bisschen Erdnussbutter mit drauf. Ist auch noch mal eine pflanzliche Eiweißquelle, also auch noch mal super gut, um den Eiweißbedarf zu decken. Hat aber auch zusätzlich noch mal ein paar gute Fettsäuren. Ja, und durch diesen Geschmack hat man auch das Gefühl einfach, dass man sich was gönnt, ne? Also es riecht so schön nach Snickers. Hier gibt es jetzt so zwei Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Entweder ihr macht es im Backofen, auch noch mal bei 180 Grad, so für 10 Minuten. Mhm. Wer es morgens schneller haben will, geht das auch in der Mikrowelle. Mhm. Und wenn man dafür sich dann eine Portion macht, also eine Banane, ein Ei, dann braucht es ungefähr so 3, 3,5 Minuten, 4 Minuten. Und dann ist das schneller fertig. Also mein Tipp für euch nochmal, um für die Variante unterwegs oder für die Arbeit, ihr könnt jetzt auch einfach einen Deckel drauf machen, die mit zur Arbeit nehmen und in der Arbeit einfach in die Mikrowelle stellen. Ne, dann habt ihr es auch warm. Muffins sind fertig. So, da stehen sie nun. Einmal unser Frühstück und einmal die Muffins to go. Also wir hatten ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir mal zeigen, was so eine Portionsgröße für Mandy ist. Und ich fülle ihr mal was auf und dann gucken wir hinterher mal, was sie denn tatsächlich geschafft hat. Oder ob sie noch Hunger hat. Oder ob du noch Hunger hast. Dieses Phänomen Essen ist für viele in meiner Umgebung immer ein Rätsel. Tatsächlich, wie man sehen kann. Also ich habe keinen ganzen Muffin geschafft, leider, obwohl er wirklich super lecker war. Viele kommentieren das dann auch tatsächlich mit, oh mein Gott, du musst verhungern. So ist es aber nicht. Also ich habe wirklich jetzt dieses wohlige Völlegefühl von, du kannst jetzt bitte aufhören, du bist satt, ne? Das Gehirn ist glücklich. Man bekommt Glückshormone, weil man sagt, mittagstief jetzt, man hat wirklich von diesem bisschen, ist man jetzt wirklich satt und glücklich. Es ist aber so, dass ich mir jetzt mit der Zeit angenommen habe, mir sehr viel Zeit beim Essen zu lassen. Früher war man, kennen wahrscheinlich auch viele anderen Schlinger, zwischendurch Esser, auch gerade auf Arbeit, wenn hektisch ist oder man lässt eine Mahlzeit ausfallen, ist dafür abends mehr. Das habe ich mir jetzt abgewöhnt. Ich lasse mir jetzt sehr viel Zeit zum Essen, oft auch wirklich eine halbe Stunde. Würde jetzt zum Beispiel in 10 Minuten oder in einer Viertelstunde nochmal den Rest dann aufessen. Na, vielleicht schaffe ich auch nochmal einen zweiten in der Zeit, aber es ist halt so, dass ich, wenn ich merke, ich bin satt, ich bin jetzt wirklich satt, mein Magen ist voll und esse dann entweder ein bisschen später was oder packe es mir halt ein für unterwegs, je nachdem, ob man zur Arbeit muss oder ob man Termine hat. Ja? Aber man verhungert nicht. Also es ist wirklich so, wirklich dieses kulturelle Leben hat sich alles ein bisschen verändert. Gerade wenn man shoppen geht und man ist gewohnt, dann vielleicht beim Chinesen unten in der Mall irgendwie essen zu gehen. Das verändert sich alles, weil das machst du nicht mehr, weil diese Portion würde man nicht schaffen. Mhm. Und dieses Essen mitnehmen, ist gatschig oder liegt in der Tüte rum, das möchte man auch nicht. Also das Leben danach ist schon sehr anders. Man muss sich einfach nur ein bisschen Zeit nehmen, sich selbst kennenzulernen, den Magen kennenzulernen. Vielleicht auch mal dieses Stück noch mit rein zu zwingen, um sich dann mal zu übergeben, um zu wissen, wie ist der Schmerz. Wenn, ja, aus Schmerz lernt man, so war es bei mir. Ich hatte 3 Tage Lachsgeruch in der Nase. Mache ich nicht nochmal. Daraus lernt man dann. Aber für mich, ich kann nur sagen, dass man sich wirklich danach Zeit nehmen muss, um sich und seinen Magen kennenzulernen, um auch kennenzulernen, welche Lebensmittel vertrage ich. Bei mir ist es zum Beispiel, ich mag keine Rohkost zurzeit gern. Hat mein Magen irgendwie zu viel mit zu tun? Zu fettig? Mayonnaise zum Beispiel ist auch nicht meins. Dafür mag ich aber gerne Eier, Magerquark, Kohl, jede Art von Kohl. Generell gedünstetes Gemüse. Also jeder muss das mit sich selber ausmachen, aber die Zeit sollte man sich wirklich nehmen. Ja. Ja. Vielen lieben Dank, Mandy, dass du uns hier mal gerne so toll mitnimmst in deine eigenen Erfahrungen. Ja. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir uns mal das Thema Bewegung an. Also ihr seht uns beim nächsten Mal ein bisschen in Sportdress und wir gucken mal, was dann alles an Bewegung wieder möglich ist, wenn man eben wie viel abgenommen hat bis jetzt? 42 Kilo. Wahnsinn. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.